In dieser Lektion schauen wir uns diverse Ausrüstungsgegenstände an, die wir für die Panoramafotografie benötigen. Wir beginnen mal mit einem solchen Einbeinstativ. Wir haben hier einen sogenannten L-Winkel. Der Vorteil ist, wir können die Kamera hier hochkant montieren, aber auch relativ schnell mit einem Handgriff die Kamera in die Horizontale bewegen. Bei der Panoramafotografie arbeiten wir in den meisten Fällen im Hochkantformat, damit wir einen sehr großen Bildwinkel aufnehmen können. Ein Vorteil eines solchen Einbeinstatives für einfache Panoramen ist hier unten der Drehteller. Wenn ich hier öffne, können wir die Kamera ganz sauber um den Drehpunkt drehen, um so eine schöne horizontale Linie aufzuzeichnen. Wenn wir tiefer einsteigen, benötigen wir einen Nodalpunktadapter. Ich habe hier mal ein Beispiel, einen Nodalpunktadapter, einen sogenannten Mehrzeilen-Nodalpunktadapter. Wir müssen beim Stativ natürlich erstmal darauf achten, dass wir so eine sogenannte Nivellierung haben. Eine Nivellierung bedeutet, dass wir den Adapter auf dem Stativ in die Waage stellen können. Da gibt es verschiedene Hersteller. Haben wir hier zum Beispiel mal ein Beispiel von Nodalninja, wo man dann schön über diese Drehräder den oberen Adapter in die Waage positionieren kann. Dann gibt es von Manfrotto zum Beispiel ein Nivelliergerät mit einer integrierten Wasserwaage. Und dann gibt es natürlich auch Stative, wo schon eine Nivellierung integriert ist. Dann nehmen wir dieses Stativ mal her. Wenn ich das rumdrehe, sehen wir sogar hier, haben wir auch eine Wasserwaage integriert. Und ich kann hier unten mit einem Dreh das Stativ öffnen und kann dann hier auch diese Wasserwaage hier oben optimal in die Waage einstellen. Das ist eine Grundvoraussetzung für ein gelungenes Panorama. Weiterhin benötigen wir, um dann die einzelnen Bilder fotografieren zu können, einen Panorama-Drehkopf. Nehmen wir diesen mal zum Beispiel. Wir können hier über diese Schraube verschiedene Rasterpunkte einstellen. Beginnt hier bei 4, 6, 8, 10, 12 oder 15 Aufnahmen. Je nachdem, wie viele Aufnahmen ich insgesamt machen möchte, drehe ich diesen Rasterkopf hinein und kann dann, wenn ich das Ganze hier öffne, das ist noch eine Arretierung, Stück für Stück mein Panorama mit sauberen Einzelbildern, man hört es klicken, aufzeichnen. Hier oben haben wir noch eine Schraube, die ist ganz besonders wichtig. Und zwar können wir hier den oberen Teil separat drehen, damit wir bei einer Fischei-Aufnahme diese Kabel und diese Drehknöpfe hier nicht mit dem Bild haben. Wenn wir 180 Grad fotografieren, fotografieren wir ja tatsächlich hier senkrecht am Adapter runter und dann wäre dieser Bereich mit dem Bild. Also drehen wir diesen Fuß nach hinten und dann haben wir nicht so viel Reste des Adapters in der Abbildung auf unserem Panorama. Ganz besonders wichtig ist natürlich auch eine Fernbedienung, ein Fernauslöser. Da kann man auch ein Kabel nehmen. Und wenn wir dann letztendlich unser Stativ im Wasser stehen haben, gibt es für die Kamera noch eine sogenannte Libelle. Die wird auf den Blitzschuh aufgesetzt. Und zwar so, weil auch die Kamera natürlich ganz genau im Wasser stehen muss. Wenn ich die Kamera drehe, später dann auf dem Nodalpunktadapter, muss diese Wasserwaage immer ganz genau in jeder Position im Wasser stehen. Wir fotografieren im RAW-Format. Dazu können wir dann ein sogenanntes Referenzbild aufnehmen mit so einem Cube, mit so einem Spider-Cube. Das ist ein Würfel, der eine Graukarte, eine Weißabgleiskarte und auch einen Schwarzpunkt definiert. Wir arbeiten bei der Panoramafotografie im RAW-Modus. Also machen wir ein Referenzbild, setzen diesen Spider-Cube auf ein Stativ drauf, da haben wir hier sogar ein Gewinde drin, machen eine Aufnahme als Referenz, die wir später dann verwenden, um mit der Pipette diese Punkte, diese Flächen abzugreifen, um den Schwarzpunkt und den Weißpunkt und auch den Graupunkt optimal einzustellen bei der Bildbearbeitung. Ich finde dieses kleine Werkzeug ganz pfiffig. Es ist sehr nützlich für die Bildbearbeitung im Programm Photoshop, wenn wir unser Panorama letztendlich zusammengesetzt haben und den Weißpunkt, den Schwarzpunkt und den Graupunkt über die Pipette abgreifen möchten. Als nächstes schauen wir uns
diese Variation eines Nodalpunktadapters kurz an. Das ist eine einfache Ausführung für sogenannte sphärische Panoramen. Hier fotografieren wir mit drei Aufnahmen. Die Kamera wird auch hochkant positioniert. Je nachdem, wo wir unser Panorama aufnehmen möchten, beispielsweise in einem kleineren Raum, kann man auch von der Perspektive her sehr weit unten arbeiten. Da empfiehlt sich ein solches kleines Stativ. Eine weitere Möglichkeit, perspektivisch ausgefallen zu arbeiten, wäre eine kleine Spezialanfertigung, die ich mitgebracht habe. Ich möchte Ihnen das mal kurz demonstrieren. Ich richte hier erstmal das Stativ etwas aus, setze dann den Panorama-Drehkopf von Manfrotto auf und das Ganze noch ein bisschen ausrichten. So. Dann habe ich hier einen Adapter mir bauen lassen, der das Gewinde gerade umdreht. Auf dieses Gewinde kann ich jetzt jedes handelsübliche Einbein montieren. Ich fahre das jetzt mal zusammen, dass wir das besser sehen können. Das Einbauen habe ich hier unten ein bisschen modifiziert. Ich kann jetzt einfach diesen Kunststoffdeckel abziehen. Da ist ein kleines Loch drin. Dann setze ich diesen Adapter hier rein, arretiere das Ganze, setze dann meinen Nodalpunktadapter hier oben drauf. Und das Ganze montiere ich jetzt hier oben drauf. Und so kann ich natürlich Perspektiven erreichen in 3 bis 4 Meter Höhe. Das ist etwas ausgefallen, das hat nicht jeder und das Bild sieht letztendlich ganz anders aus.